Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt, habe mir die letzte Aufnahme angeguckt und mir ist aufgefallen. Ja, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Aber bevor wir irgendwas machen, wollte ich eigentlich nochmal... Ah, ich habe hier nur 500. Okay. Ist egal. Oh. Ah, du dummes Kackteil. So. Gehen wir nochmal zum Friedhof. Denn er hat gesagt, er hat an einem... Ja, du dumme Lemur. Er hat gesagt, dass er... dass der Dämon an den Grabstein gehauen hat. Der hat dann geleuchtet und dann hat er ihn verschoben. Und zwar an den da. Und jetzt verschieben und die Tür öffnet sich. Ja, man hätte nur gescheit lesen müssen. Und jetzt können wir dann nach unten gehen. Kann ich da auch loslassen? So. Okay. Da geht's weiter. Und da ist das Haus. Ah! Ich habe Angst. Vielleicht müssen wir jetzt kämpfen. Ja. Was bist du denn für ein Schnuckelchen? What the... Ich hab Angst. Oh, Hilfe, nicht schlagen, bitte schon mich. Ich mag furchteinflößend aussehen, aber ich bin kein Unhold. Lass mich dir zuerst etwas erklären. Mein Name ist Morsigo. Und wie du ja sehen kannst, bin ich ein Dämon. Ich wurde hier im Wolkenhort, aber ich tue keine Seele etwas zu leide. Und Kindesentführung liegt mir fern. Im Gegenteil, dieses kleine Mädchen ist die einzige, die keine Angst vor mir hat. Die Tatsache, dass sie mit mir Zeit verbringt, ist wie ein Geschenk für mich. Ich wäre ja so gern mit dem Menschen hier im Dorf befreundet, doch leider fürchten sich alle aufgrund meines dämonischen Aussehens vor mir. Dabei würde ich mich wirklich gern mit dem Menschen anfreunden. Aber ich fürchte, dass mein Aussehen sie immer wieder in die Flucht treiben wird. Es ist eine Tragödie. Obwohl. Es gibt da allerdings eine Legende, die man sich unter Dämonen erzählt. In ihr ist von den Juwelen der Güte die Rede, die man erhält, wenn man den Menschen eine Freude bereitet. Mit einer großen Anzahl dieser Juwelen der Güte soll es möglich sein, sich von einem Dämon in einen Menschen zu verwandeln. Oh, ich habe ja einen Entschluss gefasst. Ich möchte ein Mensch werden. Junger Edelmann, ich habe das Gefühl, dass du ein Mann reines Herzens und voller Güte bist. Aus diesem Grund würde ich dich gern bitten, für mich die Juwelen der Güte zu sammeln. Würdest du das für mich tun? Sehr gerne. Tatsächlich? Ich habe gehört, wenn man Menschen hilft, ihre Probleme zu lösen, erhält man die Juwelen der Güte. Manchmal erscheinen sie auch an den Orten, an denen sich viele Menschen versammeln, überall im Wolkenmeer. Auch der Wolkenhort ist solch ein Ort. Oh, das reimt sich. Ich habe dich, der du ein reines Herz hast, verzaubert, sodass du von nun an die Juwelen der Güte sehen kannst. Der Zauber wirkt jedoch nur nachts. Suche die im Wolkenhort verteilten Juwelen der Güte, also stets in der Nacht. Ich werde dich selbstverständlich reich dafür belohnen. Das steht außer Frage. Der Dämonenonkel ist gar nicht böse. Er hat mich gerettet, als ich fast von einer Klippe gefallen wäre. Nachts ist es draußen gefährlich, hat er gesagt. Deshalb warte ich, bis es hell ist. Dann gehe ich wieder zurück zur Mama und sage ihr, wo ich war. Okay. Ich werde veranlassen, dass dieses Mädchen schon morgen früh zu seiner Familie zurückkehrt. Bitte dich den Eltern meinen liebsten Grüße aus und vergiss nicht, die Juwelen der Güte zu sammeln. Für den Anfang reichen wohl 5 Stück. Hilf jemanden und du wirst sie schnell zusammen haben. Okay, wir müssen die Juwele der Güte bekommen. Das erinnert mich an die Geisterseelen von Twilight Princess. Da musste man ja auch Geisterseelen sammeln, damit der
habgierige Kerl wieder zum Menschen wird. Und das ist höchstwahrscheinlich das Gleiche. So, hopp, 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 hopp. Okay. Gut. Du hast clever erhalten. Haben wir schon 3 Stück und 4 Hirschkäfer. So. Trankbrauer Diemannshaus oder so. Ähnlich. Das Kind will einfach nicht schlafen, das mache ich nur. Schlimm. Das kann man wohl sagen. Aber es ist Baby trotzdem einfach unglaublich süß. Wenn du selbst noch Kinder hast, wirst du es verstehen. Okay, auf jeden Fall, wenn wir denen helfen, bekommen wir die Juwele. Aber bevor wir irgendetwas machen, suchen wir uns noch ein paar Rubinchen. Zack, zack, zack. Weg. Okay, auf jeden Fall. Du schon wieder, du dummes Kackteil. Dummer Lemur. Dum, 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 mein Herz für mich. Oh, schon wieder so ein dummer, dummer, dummer Schleim. Da, hey, da waren Vasen. Und ein gelber Rubin, genau den wollte ich. Beziehungsweise genau sowas habe ich gebraucht. Wird knapp mit der Ausdauer, aber hier müsste eine Beere sein, genau. Und jetzt können wir wieder schlafen. So. Rein in die Tür. Leise sein. Es schlafen alle, aber es ist mir Wayne. So. Hier ist unser Zimmer. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen heier heier. Bis wann möchtest du schlafen? Bis morgens. Ich denke, ich muss ihnen am Tag helfen, ihre Probleme zu lösen. Und nachts bekomme ich dann die Juwele. Also werden wir uns jetzt ein bisschen im Wolkenhort umgucken. Höchstwahrscheinlich bekommen wir jetzt, da wir das mit dem Ritter geklärt haben, sage ich mal, mit dem Dämon, bekommen wir jetzt das Ding, Stabumster. Komm, 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 komm. So ein Glücksjuwel. Das war das, was ich sagen wollte. Wir gucken uns jetzt mal in den Zimmern um. Vielleicht finden wir da Rubine oder sämtliches anders. Res. Zeug. Da haben wir nix. Wenn sie Probleme haben, ist ja eh so ein komm, rede mit mir. Zeugs über den. Zimmer von Darkin, da waren wir schon. Bardos Reich. Guck mal, Bardo. Oh, Zelda, was ist nur mit dir geschehen? Hör mal, wo treibst du dich in letzter Zeit ständig rum? Wir alle haben hier zu tun. Und du glaubst mal wieder machen zu können, was dir gerade so einfällt. Du wirst dich noch umsehen. Oh. Und da war gerade ein Lag. Habe ich mitbekommen. Da war ein ordentlicher Lag. Aber was soll's? Hast du was zu tun? Wie geht's dir? Danke, da dann ein bequemes Bett steht in deinem Zimmer für dich. Aber wieso hat es da gerade gelaggt? Das geht ja mal überhaupt nicht. Dann nimmt man mit Videocrabber auf und dann laggt's auch noch.
Nun ja, was soll man machen? Mal gucken. Ah, gründlich putzen ist wichtig. Naja, und nach der Toilette immer schön die Hände waschen, kleine Kinder. Und es leckt schon wieder. Das geht hier mal überhaupt nicht. Auf jeden Fall werden wir uns hier drin noch ein bisschen erkunden, ein bisschen umsehen. Und gucken, ob wir irgendwo jemanden haben, der. Was hältst du von Kuku? Kuku, das ist ein netter Kerl. Ja, genau, er ist freundlich und hilfsbereit und männlich und sieht gut aus. Och, was ist nur mit mir los? Tut mir leid, dass ich dich so etwas Komisches gefragt habe. Ja, kein Problem. Mit dir rede ich nicht, du siehst scheiße aus. Direktor, Dingsbums das Zimmer. Du hast auch nichts für zum Erledigen für mich. Du bist genauso Schmano. Okay. Girunas Zimmer. Das ist ja die Tipse da von unten. Da haben wir auch nichts. Ich erwarte irgendwie, dass ich da eine Truhe finde mit relativ viel Geld. Meister Utos Zimmer. Du hast auch keine Truhe für mich. Manjo, 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 manjo. Okay, also gehen wir hier rein. In Zeldas Zimmer. Was? Zeldas Zimmer ist abgesperrt. Das ist nicht so Meister Tytors Zimmer. Oder Titors. Reden wir mal mit dir. Der Direktor hat mich gebeten, mich um Mia zu kümmern. Das ist vielleicht, die ist vielleicht nicht die Obliege, mir selbst auch so ein Haus zu schaffen. Das ist auch nix. Oh, du bist ja wirklich ein niedliches kleines Teilchen. Oh Mann, oh, du bist ja. Oh. Du bist wirklich so ein Teil. Oh, das ist katzenähnliches. Irgendwas. Schmeckt bestimmt mit Soße süß-sauer relativ gut. Da war Titor. Du hast auch nichts zu sagen, oder? Geht dir ein bisschen besser. Ich habe auch so meine Probleme, aber ich versuche mir vor anderen Leuten nicht sammeln zu lassen. Dann verschwindet die Traurigkeit einfach. Glaubt daran und lebt danach. Da leckt's wieder. Da warte ich jetzt kurz, bis ihr wieder ein Bild habt. Wir haben aber wirklich nur unser Badezimmer. Ja, das wird halt jetzt ein kurzer Part, weil ich jetzt einfach mal PC neu starte und so. Nordstatue, Göttin Ost, Wohnviertel Süd, Dorfplatz West, Ritterschule. Eieieiei, wir gehen aber jetzt dann zu Derry und kaufen uns neue Sachen. Ich weiß, für 100 Rubine gibt's ein Dingsbumster. Eine Erweiterung für unsere Tasche. Was hast du noch zu sagen? Cookie ist immer noch nicht aufgetaucht. Suchst du denn auch wirklich nach ihr? Wie, du hast sie bereits gefunden? Oh, was für ein Glück. Ich bin wirklich erleichtert, dass du sie gefunden hast. Ich wusste, du würdest es schaffen. Richtig. Die Quest geben wir jetzt noch ab. Die war ja da oben. Und da ist sie nicht. Wo ist sie dann? Ja, suchen wir jetzt erstmal Terry. Der müsste sich ja auch hier irgendwo aufhalten. Ich glaube, ich habe ihn gerade gehört. Und dann klappern wir einfach die ganzen Häuser ab. Was bist du da oben für ein Mensch? Ah, du bist der Türreparatur-Heini. Wo ist Terry? Wo treibst du dich rum? Da oben, glaube ich, habe ich ihn ja erlinst. Da ist er ja.
Ups. Greifen und nach oben. Oh, man kann sich hier sogar drehen. So. Und. Aha. Und wie er sich abstrampeln muss. Na, ah, das ist eine Zusatzgeldbörse. Mehr ist. Du willst sie bestimmt. Oder für 100 Rubine. Ah, nein, danke bis jetzt. Oh. Jetzt mal gucken. Wir haben noch für 1 Platz. Oh. Und diese kannst du Items bei dir tragen. Was sagst du? 300 Rubine. Ja, dann kaufen wir uns die Zusatzgeldbörse. Weil wir können ja mit unserer Geldbörse nur 300 Rubine tragen. Zusatzgeldbörse. Ja. Ja, die kaufen wir jetzt. Natürlich. Und du hast die Zusatzgeldbörse erhalten. Ist deine normale Geldbörse voll, bietet sie Platz für weitere 300 Rubine. Diesen Kauf wirst du nicht bereuen. Ist die jetzt... Nein, die ist sogar dann nicht dabei. Hast du nochmal eine Zusatzgeldbörse? Das machen wir aber später, weil du wirst uns sonst einfach wieder raus. Du dummes... Aber da will ich hoch. Auf jeden Fall da will ich hoch. Da gibt's Geld für mich. Au. Das machen wir noch, bevor ich den Part beende. Und PC neu starte. Und zwar mit unserem äußerst guten Flugkäfer. So. Holen wir uns das Geld hier oben. Das sind auch ein paar Rubine. Und da liegt sogar was. Habe ich gerade so gesehen. Jetzt umdrehen.